So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Hertha-Video. Und es läuft jetzt ähnlich wie zum Beispiel bei dem Paidada-Video, was vorher schon fertig war. Aber, und es ist so bullenwarm, ne? Kommt dann halt erst online, sobald es offiziell ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal noch ein bisschen vom Konjunktiv spreche. Aber Sky berichtet es und viele andere Medien auch. Marius Gersbeck wechselt für Hertha BSC zurück in seine Heimatstadt. Es gibt wohl so eine geheime Klausel, die nur für Hertha BSC bestimmt ist, dass wir ihn für 250.000 Euro zurückholen können. Und das soll wohl jetzt geschehen. Frage ist, ihr habt sicherlich meine Kaderanalyse gesehen, was das für die Torwartposition bedeutet. Also Schwolo soll ja auf jeden Fall weg. Das würde wohl bedeuten, auch wenn es mir für den Menschen leid tut, Olli Christensen, dass dieser wohl gehen wird, gehen soll, weil er wohl wahrscheinlich einfach auch dann irgendwie einen Markt in England oder so hat. Und dann wird Gersbeck wohl erstmal als Nummer 1 in die Saison starten. Aber Ernst hat ja ein richtig gutes Bundesliga-Debüt in Wolfsburg gegeben. Klar, da ging es ja um nichts mehr, aber trotzdem, das sah schon sehr ordentlich aus. Ich glaube, das wird dann wirklich auch ein offener Zweikampf mit Ernst um die Nummer 1. Und ich hoffe, Marius Gersbeck ist Manns genug, diese Situation dann auch anzunehmen und dann zu sagen, ja, ich werde darum kämpfen, dann auch die Nummer 1 zu sein. Ich meine, man wird ihm gesagt haben, du gehst erstmal als Nummer 1 bei uns rein, weil warum sollte er sich für Hertha auf die Bank setzen, wenn er in Karlsruhe die unangefochtene Nummer 1 wäre, so an sich. Aber wenn er erstmal als Nummer 1 startet und in einen Zweikampf mit Tijac Ernst geht, um eben den Posten der Nummer 1, dann fände ich das absolut fair. Und dann soll aber bitte am Ende auch derjenige spielen, der dann eben auch besser ist und man nicht sagt, ja, jetzt haben wir Gersbeck geholt, jetzt muss der auch spielen. Aber grundsätzlich freue ich mich erstmal, dass er wieder da ist. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von dem Wechsel. Wie gesagt, für Olli tut es mir halt leid. Ich glaube, auch die zweite Liga würde ihm gut tun. Aber das Erste ist erstmal, er ist nicht wahnsinnig teuer, der Gersbeck. Das heißt, man geht kein Risiko davon ein, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir für Christen sind und für Rehse auch nichts bezahlt haben, kommst du bei diesen drei Transfers echt gut weg. Und dann, ja, was kann man zu Gersbeck noch sagen? Er hatte ein einziges Bundesligaspiel. Ich glaube, jeder Hertha-Fan erinnert sich da gerne dran. Sein Hero-Erlebnis in Dortmund, wo er dann als junger Spund, als dritter Torwart rein musste, am Ende 2-1 mit der Mannschaft gewinnt. Und ja, danach nie wirklich noch eine Chance gekriegt hat und dann unter anderem nach Osnabrück verliehen worden ist. Ich weiß nicht, war der auch mal in Münster? Ich glaube, in Osnabrück war er auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und in Osnabrück haben sie auch schon gesagt, boah, ich würde mir wünschen, er bleibt. Jetzt ist er 27, im besten Torwartalter, kann locker bestimmt noch 7 Jahre spielen. Und vielleicht brauchte er das auch einfach. Vielleicht brauchte er auch einfach diese Luftveränderung. Braucht einfach diese Ausreifung jetzt beim KSC, um ja in Form zu kommen und um ein gestandener und guter, solider Zweitligakeeper zu werden. Ob es dann hinterher für die Bundesliga reicht, wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, für die zweite Liga ist das jetzt erstmal gar nicht schlecht, so einen gereiften Bundesligakeeper zu haben. Und selbst wenn du dahinter einen Tijac Ernst und einen Robert Quasigo hast, kann ein Marius Gersbeck Ihnen auch noch mal ein paar Tipps mitgeben. Er weiß selber, wie das war in der Hertha-Jugend. Und dementsprechend, ich glaube, das könnte von vielen Seiten passen, dieser Transfer. Und dementsprechend wünsche ich Marius Gersbeck alles Gute, heiße ihn herzlich willkommen und ja, freue mich auf die Zusammenarbeit. Das dazu. Ich wünsche euch jetzt ansonsten noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut. Aho he und bis zu den nächsten Videos.